Ja, liebe Freunde, ein formidabler Blick auf unsere Downtown und es wird nicht weniger spektakulär mit unseren Aufnahmen. Und zwar eine kleine, ja, wie soll man sagen? Ihr erinnert euch sicher noch an das Sackerl, das wir vor ein paar, wann war das? Wir haben auf jeden Fall vor kurzem eine Brickink-Bestellung erhalten, genau. Wo diese Tüte mit den 1x2 Fliesen genau. In Dunkelgrau, wo wir das zum Unboxing Rand voll gefüllt war. Genau. Und jetzt ist schon, ich glaube, fast 3/4 davon weg. Das ist also so wir schnell. Haben ziemlich viele Fliesen verlegt und ja. Haben unsere Stadt ein bisschen mehr zum Leben erweckt. Und was das genau bedeutet, wollen wir euch heute zeigen. Genau. Liebe Rita, zeig uns mal doch mal, was hast du denn in den letzten Stunden so gemacht? Nur kurzer Blick hier. Ich habe es dahergestellt, im Wissen, dass wenn Christoph wieder mit dem Zug fährt, er sicher wieder die Gegend fährt. Ich brauche dazu jetzt, glaube ich, gar nicht sagen, denn es ist immer das Gleiche hier. Es ist wirklich immer das also, Gleiche. Oh, ich sehe schon. Es ist hier einiges passiert. Ihr erinnert euch an die Garage, über die sind wir übrigens auch schon oft angesprochen worden, weil wir ja gesagt haben, erstmal cool, dass es eine Garage ist, zweitens einmal auch cool, dass wir diese ganz kleinen Autos hier einfach in die Garage geben können und sie fahren nicht herum und sehen dann komisch aus. Also lauter super Sachen. Ups, jetzt habe ich den da gestoßen. Ein wirklich schönes Set, aber die Garage wurde um eine halbe Baseplate nach hinten genau. Verschoben, um hier an der Vorderseite Platz zu machen für einen kleinen, aber feinen Park, der momentan so leider noch nicht fertig ist. Ja, mit einer Banane hier im Mistkübel. Und ihr seht, das ist wirklich bis jetzt nur angedeutet. Hier haben wir eine transparente Platte und hier da so eine graue Platte. Da kommt aber natürlich, also wird noch begrünt und angedeutet sind eben die Bäume. Denn unsere Bricklink-Bestellung ist noch nicht da. Aber in der nächsten Bricklink-Bestellung kommen hoffentlich diese ganzen Baumsachen und dann können wir wieder Vollgas geben. Genau, ihr habt uns geschrieben, dass unsere Stadt noch viel grüner genau. werden soll. Und das haben wir jetzt uns zu Herzen genommen, genau. Was eine wirklich gute Idee war. Auch hier zum Beispiel ja. Beim Eingang vom großen Kaufhaus ist hier jetzt dieser Brunnen wirklich schön eingebaut. Und auch hier an allen vier Ecken kommen dann noch Bäume hin und Blumentröge so, genau. Ja. Und natürlich auch noch mehr Figuren. Und schaut euch das mal an, hier dieser Platz, wo es rechts zum Quickie-Mart geht, ist jetzt schon voll gestaltet. Hier ist alles verfließt. Ja, jetzt wir wisst haben ihr, hinten eine Bank hingestellt. Genau, die kleine Bank und einen Zeitungsverkäufer, wo sich gerade jemand eine Zeitung kauft. Hier bringt gerade jemand Geld in die Bank. Hoffentlich ist hier kein Dieb unterwegs. Und auch bitte ein kleines süßes Detail. Hier dieser Mann sieht die Frau auf der Bank sitzen und es muss wohl Liebe auf den ersten Blick sein, seines Blickes nach. Oder ist er schockiert? Man weiß es nicht genau. Er sieht auf jeden Fall, wenn die Kamera fokussiert, dann haben wir einen besseren Blick auf seine ja, Emotion. Und er sieht schon etwas verliebt aus. Also das kann schon sein. Übrigens haben wir auch. So hat mich Christoph damals auch angesehen. Ich war sofort hin. Kann sein, ja, das hat auf jeden Fall gewirkt. Wir haben jetzt auch, weil schon viele Leute geschrieben haben, endlich den Bookstore in unsere Stadt hineingetan. Genau. Den haben wir eigentlich schon länger gekauft, aber er war bis dato noch nicht fertig Nein. gebaut. Und so süß, schau, der kleine Bub, der eben da sein ferngesteuertes Flugzeug oder vielleicht auch nicht ferngesteuert verloren hat und der Mann hilft ihm. Ein wirklich tolles Set. Er versucht ihm zu helfen. Wir haben große Freude damit. Es ist ja. wirklich ein nettes Set. Und auch hier, wenn ihr mal einen Blick hier in diese Hauptstraße hineinwerft, hier ist jetzt schon ganz schön viel Leben am Start. Hier sind sehr viele Figuren. Freunde treffen sich, Leute gehen auf ein Eis. Hier dieser Rennfan hat sich gerade irgendwo bei diesem Geschäft eine Statue gekauft. Also es ist wirklich sehr viel passiert, um dem Ganzen ein bisschen mehr Leben einzuhauchen. Und auch hier weiter hinten am hinteren Teil der Downtown hat sich einiges getan. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern an diese Tankstelle hier, welche wirklich eine schöne Tankstelle ist.
Die haben wir jetzt komplett in das Layout integriert. Das heißt, die ist jetzt verfließt bis zum geht nicht mehr. Nur mal ein paar dieser Grillteile fehlen hier in der Waschanlage. Aber zum Beispiel hier vorne mit dieser Reifenwuchtanlage und auch diesem Recycling Center, das sieht jetzt schon wirklich, wirklich toll aus. Da kann man gar nichts sagen. Auch hier hinten, das habt ihr vielleicht beim letzten Mal schon gesehen, mit diesem Blumenbeet. Das ist ganz toll. Und wir haben den Autohändler jetzt auch hier positioniert. Der ist jetzt sogar noch erweitert worden. Einerseits ist er noch besser in die Stadt integriert und andererseits ist hier jetzt dieser Gebrauchtwagenhändler aus der neuen Tuning-Garage hier mit von der Partie. Der hat sowieso irgendwie nicht so richtig zu dieser Tuning-Garage gepasst, finde ich. Und ihr seht, hier sieht sich ein Mann gerade dieses Auto im Abverkauf an. Und der Verkäufer, der Typ, oh, hier kommt Rita schon heraus, er stürmt sofort auf ihn zu und will ihm wahrscheinlich das Auto andrehen, wie wir ihn kennen. Dann haben wir hier daneben auf der Hinterseite des Quickie Mart ein kleines Würstchenstand. Hier gibt es wahrscheinlich Currywurst. Genau, mit einem kleinen Detail, denn es ist ja das Haunted House announced worden, beziehungsweise wir sind es ja, es ist quasi schon in unserem Warenkorb. Und da haben wir uns letztens dieses Vorstellungsvideo von Lego angesehen. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt. Echt cool gemacht mit so verkleideten Männern, die Designer eigentlich sind. Und die sollten eine Referenz zu alten Sets darstellen. Wie heißen die nochmal, die Männer? Ja, also wieso weißt du das jetzt nicht? Ich, ich bin mit Namen so super. Ja, ich erkläre es dir. Also, dieses Haunted House hat ein paar Referenzen auf die gute alte Adventurer-Serie, die, glaube ich, im Jahr 1998 auf den Markt gekommen ist. Erstens mal haben wir hier Spencer, der diesem Typen fast den Hotdog vom Tisch runterfrisst. Ja, das stimmt. Oh. Und dahinter seht ihr wahrscheinlich den originalen Johnny Thunder aus der Adventurer-Serie. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, war wie gesagt Ende der 90er großes Kino bei Lego. Groß. Und der isst hier hinten auch ganz genüsslich seinen Hotdog. Naja. Aber man sieht seinem Gesicht ein wenig Beunruhigung an. Und zwar ist der Grund, dass hier gegenüber an der Tankstelle jemand tankt, den er nicht mag. Gerade ein Auto aufgetankt wird. Und zwar ist das doch der alte Wagen von Baron von Baron, also dem Bösewicht der Adventurer-Serie. Und ja, das ist natürlich dann ganz klar, dass da was nicht ganz in Ordnung ist. Und der hat, dieser Baron hat doch das Haunted House, wenn ich mich nicht irre. So in etwa habe halt ich das ausgestattet. Auch verstanden. Da werden das Set bestimmt kaufen, wenn ich es kenne. Ja, und das ist klar. Dann werden wir es euch zeigen. Genau. Die komische Sache ist aber nur, dieser Baron von Baron ist wie vom Erdboden verschluckt. Er ist hier weder im seinem Auto noch in der Tankstelle, die übrigens, ich gebe die Kamera gleich an Rita weiter, die übrigens auch auf der Hinterseite schon geschlossen ist. Das ist eine weitere Geschichte, die wir jetzt machen. Wir haben auch den Friseur und den Supermarkt schon mit einem Dach erweitert. Ja. Ein kleines letztes Detail, bevor ich dir die Kamera reiche, ist aber folgendes. Und zwar haben wir hier jetzt diesen Kaffeeladen in diese Kurve integriert. Und wenn ihr genau schaut, es ist wahrscheinlich schon anhand des Hutes zu erkennen. Hier kauft sich unser Baron gerade einen Kaffee. Mir kurz, bis die Kamera richtig fokussiert. Soll ich ihn dir? Also vielleicht kennt ihr noch diesen Gesichtsausdruck mit der komischen Brille. Ja, kein Wunder, dass ihn Johnny nicht findet, wenn aber er ganz woanders ist. Wie kann der einfach da tanken und während dem Tanken einfach mal über die Straße gehen und einen Kaffee kaufen? Das habe noch nicht mal ich gemacht und ich mache auch manchmal sehr verrückte Sachen. Ich weiß es auch nicht, ich weiß es nicht, also liebe Freunde. Also mach mal einen kurzen Schwenk von dieser Seite. Bei der Tankstelle fehlen übrigens noch die Gläser in den Fenstern. Okay. Die werden wir aber nachreichen, sobald es soweit ist. Der coole Typ mit der Banane, den möchte ich übrigens auch noch zeigen. So lustig. Na, sehr gut. Gut, also dann einen Schwenk hier weiter. Es ist sehr knapp hier in diesem Loch in der Stadt. Und ihr seht hier
Was für ein Ausblick, was für ein Ausblick. Es ist schon echt schön, wenn hier so viele Figuren aufgestellt sind. Das macht schon einiges her. Ja, wir haben ja, ihr wisst ja bestimmt, wir haben ja einige Figuren gekauft und haben so Kisten, wo ziemlich viele Figuren drin sind. Und manche von euch haben da geschrieben, was wir wohl mit den ganzen Figuren alles machen werden. Und ihr könnt es nicht glauben. Es ist jetzt gerade Nachmittag bei uns und wir haben seit Mittag über 250 Figuren in die Stadt hineingepackt. Und ja, der Stadtplatz ist jetzt schon ganz gut gefüllt. Hier treffen sich viele Leute, hier ist viel los, aber ihr seht zum Beispiel, hier an der rechten Straßenseite könnte man sogar noch die ein oder andere Figur hingeben. Was hältst du davon, Rita? Ja, wir sind ja auch noch nicht fertig. Wir sind da gerade erst am Anfang, auch hier im hinteren Bereich. Hier ist alles noch ziemlich trist und leer. Hier gehören noch Straßenlaternen hin, hier gehören noch Blumen und Bäume hin und natürlich auch Fußgänger hier. Ich glaube, diese Perspektive haben wir euch noch nicht gezeigt. Das ist der hintere Teil dieses Postkartenverkaufsstands. Aber hier sitzt auch noch gar niemand. Die Bushaltestelle verträgt auch noch ein paar mehr Leute. Und auch hier beim Rathaus ist noch nicht so viel los. Also ich würde sagen, da wird wahrscheinlich noch die ein oder andere Figur Platz finden. Ich habe gerade vorher übrigens bei der Market Street, die ja innen nicht eingerichtet ist, hier diese Markthalle ein bisschen erweitert mit mehr Kisten und Fässern. Da kommen jetzt dann noch Lebensmittel hinein und natürlich auch Kunden. Aha. Und ja, wir würden sagen, dass wir hoffen, dass euch das so gefällt, wie wir das hier machen. Es sieht auf jeden Fall schon ganz anders aus. Uns gefällt es so ganz gut, wenn hier viel los ist und hier, ja, wirklich Leben in der Stadt ist. Natürlich schauen diese Parks und unfertigen Bäume noch nicht so schön aus, aber das wird sich bestimmt in der nächsten Zeit noch ändern. Auf jeden Fall. Das denke ich. Das ist ja ganz klar. Ja, also soweit ein kleines Update zu unserer Stadt. Wir werden jetzt noch ein paar Figuren zusammenbauen und noch die ein oder andere Figur auch irgendwo hinstellen. Wir haben auch noch Eiscreme, wir haben noch Kirschen, wir haben noch Bananen. Also Handys. Es gibt da wirklich sehr viel zu tun, ein paar Handys. Genau, und die werden wir jetzt alle noch ein bisschen, na alle nicht, aber viele werden wir noch platzieren und melden uns dann wieder, wenn es was Sehenswertes gibt, so wollte ich sagen. Genau. Bis dahin, habt bald auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ja, und baut was Schönes. Baut ihr auch was Schönes? Ja. Und dann gibt es demnächst wieder mal ein Update von uns. Auf jeden Fall. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.